Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Hannover 96 Karrieremodus. Es geht weiter mit der 31. Episode und heute ist es zunächst einmal die letzte Episode, die ich hier auf dem Kanal bringen werde. Woran das liegt, ich denke mal, das ist einigen von euch schon klar. Ich werde es trotzdem nochmal erklären. Wenn euch die vorerst letzte Episode hier gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde ich mich tierisch über freuen. Ist eine großartige Unterstützung. Und zum vorläufigen Finale kann man das, denke ich mal, auf jeden Fall nochmal vereinbaren. 500 Likes wären richtig nice. Vielleicht kriegt er das ja hin. Wie gesagt, wäre eine nice Geste. Und jetzt kommen wir mal dazu, was ist denn los? Warum will Max jetzt keine Videos mehr machen, beziehungsweise keinen 96-Karrieremodus mehr bringen? Das hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar, ich habe einfach momentan, was Karrieremodi angeht, nicht mehr so wirklich Lust, ja. Bielefeld ist einfach zu unrealistisch. Hannover ist auch unrealistisch, zumal wir einfach einen viel zu großen Kaderumbruch hatten. Und Newcastle, gut, den werde ich noch weiter fortführen. Allerdings auch den nur ganz unregelmäßig. Zunächst einmal möchte ich mich auf From Zero to Hero konzentrieren, das heißt der simulierte Karrieremodus, der jetzt mit Borussia Dortmund gestartet ist, und den so möglich, gut wie möglich und so oft wie möglich bringen. Ich denke mal, das wird bei vielen von euch gut ankommen, denn das ist eine Kombination aus Simulation, was ihr mögt, und Spielen, was ihr auch mögt. Das heißt, das Kommentieren wird nicht verloren gehen, aber auch so, ich denke mal, auch gerade wegen Newcastle wird das Kommentieren nicht verloren gehen. Ich werde gleich nochmal drüber reden, jetzt gehen wir erstmal ins Spiel gegen Hertha. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Hannover 96 zu Gast im Olympiastadion bei Hertha BSC Berlin. Die Roten zu Gast bei den Hauptstädtern. Und es war eine sehr, sehr schöne Atmosphäre im Olympiastadion. Zwar das Wetter nicht so super, aber die Fans richtig gut gelaunt. Und 96 wurde erwartet als großer Favorit in dieser Partie. Der momentane Tabellenführer der Bundesliga. Und die Fans, die mitgereist waren, füllten das Stadion komplett aus. Ausverkauftes Haus in Berlin sieht man nicht so oft. Die Elf von Hertha, Kraft, Pekarik, Langkamp, Lustenberger, Vandenberg, Skjelbred, Chigerci zusammen mit Behrens, Valentin Stocker, Genki Haraguchi und Salomon Kalou, der Ivora in der Sturmspitze. Ganz, ganz starke Elf bei Hannover 96 auf dem Rasen. Im Torradlinger davor Sorg, Yoshida, Marcelo und Pripp, ein bisschen durchgewürfelte Defensive. Davor Johan Gurküf zusammen mit Salif Sani auf der Doppel-6. Davor Ofe Bech zusammen mit Charlie Benchop. Auf der linken Seite Lassar Maximin, vorne drin im Bayern Niang. Das heißt, wir haben nicht die A-Elf auf dem Platz, aber auf jeden Fall keine schlechte Elf. Und deswegen springen wir jetzt einfach rein in diese Partie und starten durch mit der ersten 10. Und die hat es direkt mal in sich. Das ist ein Bayern Niang, der Franzose, 15 Minuten durch die Flanke in den 16er. Benchop ist da, der erste Versuch, aber der Kopfball noch deutlich am Tor von Hertha BSC vorbei. In der Folgezeit von Hannover 96 weiter viel nach vorne zu spielen, aber Hertha hat die gefährlicheren Abschlüsse. Halbe Stunde rum, Tolgar Chigerci, das ist Valentin Stocker, legt nochmal auf Salomon Kalou, und der Ivora legt aber auf Roy Behrens. Nochmal Kalou, der Schuss gegen Samuel Radling, allerdings nicht ganz, ganz zureichend geklärt. Nochmal Roy Behrens, der Niederländer, mit dem Schussversuch wieder 16 Meter, diesmal rettet der Pfosten. 96 schwamm ein bisschen in dieser Anfangsphase der Partie, fing sich dann wieder und kam kurz oder zu seiner nächsten Gelegenheit. Allerdings das Ganze hier noch nicht gefährlich. Sané bringt den Ball nochmal rein. Das ist Johan Gurküf, der Franzose. Abgeblockter Schuss. Nochmal die ganze Situation heiß gemacht. Aber Berlin kann im Endeffekt klären. Durchgang 2. Alassane Maximin machte viel Alarm. Diesmal über die rechte Seite wird hier erstmal abgelaufen. Szene noch nicht geklärt, denn Hannover holt sie den Ball in der eigenen Offensive. Wieder im Bayern Niang auf Ofe Bech. Und der versucht, gehalten von Thomas Kraft. Niang, nochmal Niang. Es sollte nicht sein. 96 nicht mit dem Führungstreffer. Im Gegenteil, es gab einen Eckball. Edgar Pripp bringt den in die Mitte. Da kommt niemand so wirklich ran. Hannover hat nochmal die Gelegenheit. Sorg mit dem Ball auf Yoshida, aber der kommt nicht mehr zum Schuss. Und jetzt die Kontergelegenheit für Hertha. Verlieren zunächst den Ball, erobern ihn aber dann in der eigenen Hälfte über Chigerci zurück. Und der spielt den Ball nach vorne. Und über Umwege kommt er dann tatsächlich in die Offensive der Herthaner. Vandenberg mit dem Ball auf die Außenposition. Genki Haraguchi gegen Sorg kann sich durchsetzen gegen den ehemaligen Freiburger. Ball auf Kalou, der gegen Marcelo, der Ivora setzt sich hier durch, gegen den Brasilianer, klasse gemacht, setzt sich wirklich durch, die Flanke auf den zweiten Pfosten und der Ball ist bei Behrens, 1:0, 54. Minute, Hertha führt gegen Hannover 96 und das war nicht gerade verdient, aber auch nicht überraschend, denn es war eine ausgeglichene Partie und jetzt führte halt hier die Mannschaft, die man normalerweise nicht erwartet hätte zu führen, aber sie tat es und es ging weiter, direkt danach, 10 Minuten später, Kalou mit dem Kopf, 2:0, Radlinger kommt nicht ran und die Hertha baut ihre Führung aus. 2 Tore Führung gegen Hannover 96. Das hatte man am wenigsten erwartet in der Hauptstadt. Hannover momentan der absolute Favorit in der Liga. Und das konnten sie heute nicht zeigen. Dem konnten sie nicht gerecht werden. Wunderbar gespielt über die Außenbahn. Behrens mit einer klasse Flanke. Und im Endeffekt ist es dann Kalou. Und der hat ganz einfaches Spiel komplett ungedeckt, diesen Ball einzuköpfen. Es ging weiter mit der Hertha. Der hatte die weiteren guten Chancen. Wieder Roy Behrens, der jetzt immer besser wurde. Der Schussversuch aus der Distanz. Aber der doch relativ deutlich am Tor vorbei. Hannover versuchte nochmal zurückzukommen. Wir sind in der Schlussphase der Partie. Das ist Oliver Sorg auf Mai.
Maya Yoshida mittlerweile mit aufgerückten Young mit dem Ball auf Albert Rosenack. Der scheitert am gegnerischen Keeper. Samaxima ist da, macht den Anschlusstreffer. 90. Spielminute ist fast erreicht und Hannover kommt nochmal zurück. Allerdings auch das sehr glücklich, denn Kraft kann diesen Ball halt direkt vor die Füße von Samaxima abwehren und der Franzose schiebt locker ein, kein Problem für ihn. Letzte Gelegenheit, aber nicht auf Seiten von Hannover. Nein, Hertha wollte die 2-Tore-Führung zurück, machte nochmal Druck. Henk Jaraguchi und ja, Radlinger mit einer klasse Parade. Szene noch nicht vorbei. Nochmal Roy Behrens, bester Mann auf dem Platz. Der spielt nochmal auf Cigerci, der Schussversuch aus der Distanz, aber es war dann egal, denn es war vorbei. Hertha BSC Berlin mit einem überraschenden Sieg gegen Hannover 96 fährt die 3 Punkte nach Hause und Hannover, ja, die lassen ein bisschen federn. Jetzt hier in der Liga, Ilicic hatte gerade letzte Schusschance, wurde eingewechselt, brachte den Sieg mit über die Zeit und kann sich freuen, denn seine Mannschaft, für die sieht momentan richtig gut aus. Ein Sieg gegen Hannover hätten die wenigsten erwartet, aber es ist passiert und dementsprechend ist Hannover nicht mehr ganz so klar an Tabellenspitze der Bundesliga, dank unter anderem Roy Behrens. Ja, das war eine ganz bittere Pille jetzt gerade für uns, eine ganz bittere Niederlage. Normalerweise darfst du gegen Hertha nicht verlieren, aber was soll's. Wir sind momentan auch Tabellenführer und das wollen wir natürlich auch verteidigen und bleiben bis zum Ende der Saison. Jetzt lassen wir mal den Double Time sein und kommen wieder zurück. Warum ich jetzt momentan die Karriere from Zero to Hero bevorzuge? Wie gesagt, es wird weiterhin Karrieremodi geben mit Newcastle. Wie regelmäßig, das kann ich noch nicht ganz sagen, denn es ist natürlich noch nicht, also steht in meinen Augen einfach noch nicht fest, ja. Es gibt die Möglichkeit, den relativ oft zu bringen. Es gibt genauso die Möglichkeit, den nur ab und zu bringen. Es kommt auch darauf an, wie ich es zeitlich schaffe. Momentan ist es zeitlich für mich extrem schwierig, Videos zu machen. Ich denke mal, das bekommt ihr gar nicht so mit, weil ich trotzdem sehr, sehr viele bringe, teilweise 2 pro Tag. Aber es ist in der Tat nicht so einfach und ich denke mal, das wird in den nächsten Wochen nicht unbedingt einfacher werden. Ich werde es trotzdem versuchen und dementsprechend beides bringen. Trotzdem ist es, denke ich mal, nicht so schlimm. Ich habe gerade auch die Gründe erläutert, warum es bei 96 nicht mehr so wirklich Spaß macht. Das liegt einfach daran, der Kader ist viel zu verändert. Wir werden natürlich in der Winterpause ein bisschen ausmisten, werden die Spieler wie Kokorin eventuell verkaufen, beziehungsweise wie Gorküf, der einfach nicht in den Kader passt, oder Leute wie ja auch in der Offensive Niang, bei dem wir die da eventuell abbrechen oder gar nicht, soll man ihn kaufen. Das ist einfach, ja, nicht Hannover 96, das ist nicht das, was ich machen wollte, auch wenn es natürlich funktioniert und auch wenn es natürlich ein bisschen den Ambitionen von Hannover in dieser Karriere angepasst werden muss, weil im Endeffekt sind wir ja tatsächlich so weit oben zu Recht auch in gewisser Weise, denn wir leisten das ja, was wir als Pensum haben, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich nicht ganz realistisch und von daher kann ich schon verstehen, dass einige von euch sagen, es ist halt ja ein bisschen doof, wenn du halt die ganze Zeit so Knallertransfers machst, die überhaupt nicht passieren würden in Realität. Dementsprechend werden wir das Ganze wieder ein bisschen umstellen und gerade bei Dortmund natürlich ein bisschen ja auch realistischer spielen, denn trotz des Legendenschwierigkeitsgrad werde ich da oben mitspielen und mit Hannover 96 und Newcastle tue ich das auch, aber da ist weniger realistisch als mit einem wirklichen Top-Team wie der Borussia und dementsprechend denke ich mal, kann man das ganz gut so annehmen. Die nächste Partie wird gegen Frankfurt sein. In Realität sind Hannover und Frankfurt ja die beiden super wacken Teams zur Zeit. Das liegt vor allem daran, dass Hannover letzter ist mit unmöglichem Ziel, noch irgendwie den Klassenerhalt zu schaffen. Und auch bei Frankfurt sieht es ganz, ganz schlecht aus. Die sind momentan so auf dem absolut absteigenden Ast. Und es scheint, dass auch die in die zweite Liga gehen würden. Mal sehen, wie es hier laufen wird. Ausgeglichenes Duell in Realität. Frankfurt hat gewonnen. Ich bin gespannt, wie es hier laufen wird. Wir spielen diesmal im 4-3-3. Wir spielen mehr oder weniger mit A11. Ich bin gespannt. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Die HDI Arena ausverkauft und zwar zu dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Hannover 96 heute mal in einer anderen Grundaufstellung gegen die Adler und das mit einem unglaublich überraschenden Team, das MGT auf dem Platz aufstellte. Momentan noch die Tabellenführung für 96, zuletzt mit schwachen Vorstellungen, unter anderem die Niederlage in Berlin. Heute sollte das vor allem Schakulisse wieder ein bisschen besser gelingen und das mit einer Elf, die sich gewaschen hatte. Wie gesagt, generelle Grundausrichtung. 96 spielt im 4-3-3. Radlinger im Kasten, Johansson, Van Dijk, Salif, Sané und Pripp, der als einziger aus der ehemaligen Viererkette geblieben war. Davor Fossum und Leroy für Rosnack auf der 10 und auf dem Flügel, Bangura und Jesse Mori neben der Sturmspitze. Alexander Kokorin, der Russe, war wieder zurückgekehrt. Auf der anderen Seite die Frankfurter mit Lindner, Chandler, zusammen mit Abraham, Russ und Jacques Barr in der Defensive, Hasebe, Reinhardt und noch Sonny Hüttl im Mittelfeld vorne, Marc Stendera zusammen mit Stefan Aigner und der Sturmspitze Haris Seferovic. Ganz, ganz interessante Männer bei Frankfurt auf dem Platz, aber natürlich wollte Hannover hier die 3 Punkte mitnehmen und sich dementsprechend wieder ein bisschen Vorsprung verhelfen. Allerdings ging das Ganze nicht so gut los hier auf der Außenbahn. Kokorin wird mit seinem ersten Vorstoß gestoppt. Es gibt zwar einen Freistoß, aber da läuft es momentan nicht so. Bei 96, Mori mit der Flanke in die Mitte, Leroy Föhr könnte zum Kopfball kommen, wird abgewehrt. Pripp kommt nicht in den Zweikampf. Es sollte nicht sein. Bangura nochmal abgelegt, aber Salif Sané mit dem Fehlpass in der Offensive und dementsprechend blieb es beim 0-0. Trotzdem macht Hannover weiter. 15 Minuten gespielt. Wieder die Roten auf dem Vormarsch. Ball auf Kokorin und der legt in den Lauf von Albert Rosenack. Der nimmt ihn direkt und er geht am Tor vorbei. Gute Gelegenheit für den Slowaken. Schön vorbereitet von Alexander Kokorin.
gesehen, aber doch verzogen und das relativ eindeutig. Nächste Szene über Bangura, der agile Mann aus Mali über die Außenbahn heute kommen, aber der Pass viel zu ungenau in die Mitte. Es haperte an der Präzision bei den Roten. Das war in den letzten Wochen gewohnt. Es sollte momentan nicht so wirklich funktionieren. Die gelbe Karte nur eine Randnotiz und dann kam Ivar Fosso mit dem Kopfball und das Ganze wird nochmal gefährlich, aber im Endeffekt geklärt von Lindner und das Ganze nicht auf Kosten eines weiteren Eckballs, sondern auf Kosten eines Konters der Frankfurter, die jetzt ein bisschen weiter nach vorne kamen, 30 Minuten gespielt und sie kamen zu ihren nächsten Chancen. Sonny Kittel mit der Flanke und Jack Barr, der ehemalige 96er, kommt da fast an den Ball. Allerdings ist Radlinger da, Szene noch nicht geklärt. Stendera versucht es, aber doch deutlich über den Kasten hinweg und dementsprechend keine weitere Gefahr fürs Tor der 96er. Kurz vor der Halbzeit, 10 Minuten davor, nochmal Kokuri mit der nächsten Chance für Hannover. Allerdings ist Lindner da in der unteren bedrohten Ecke und kann diesen Ball zur Ecke abwehren. Aber Ecken, das haben wir gerade gesehen, die können gefährlich werden. Rusnak rein und da ist wieder Ivar Fosso. Er versucht es direkt, aber mit dem linken Fuß doch deutlich über das Gehäuse hinweg. Das war nicht gefährlich. Zweite Halbzeit, da sind die Frankfurter auf dem Vormarsch. Das ist Stefan Aigner, war bei 96 im Gespräch. Jetzt die gute Flanke auf Stendera. Der Seitfallzieherversuch am zweiten Pfosten, aber auch den setzt der junge Frankfurter über den Kasten hinweg. 96 in der Offensive ab und zu nochmal gefährlich. Das ist Johansson auf Rusnak, aber Lindner ist wieder da. Der Österreicher mit einer ganz starken Vorstellung im Kasten von den Frankfurtern. Die Flanke nochmal in die Mitte gespielt. Der Kopfball aber über den Kasten hinweg. Es sollte nicht sein bei Hannover 96. Der Lieblingsspruch des Kommentators greift hier vollkommen. Die Frankfurter auf anderen Seite nach 60 Minuten mal wieder gefährlich. Mit Aigner in die Mitte gespielt. Aber 96 kann unzureichend klären. Kastainos auf Kittel. Aber der zieht am Winkel vorbei. Und danach passierte nicht mehr wirklich viel. Wir springen in die 73. Minute nochmal Rusnak. Der Slowake mit dem Freistoß. Aber auch der deutlich zu unpräzise. Die 96er kamen einfach nicht gefährlich vor den Kasten. Der Frankfurter Schlussphase der Partie. Der mit aufgerückte Mbakogu. Mittlerweile eingewechselt. Aber irgendwie kamen sie da hinten nicht durch. Und auch Frankfurt versuchte zu kontern. Aber auch sie, wir sehen es hier, kamen gar nicht mehr hinten raus. Eingeschnürt von den Roten. Und im Endeffekt trotzdem mit dem 0:0. Das war der Schlussstand der Partie. Es war eine Partie auf Augenhöhe. 96 konnte der Favoritenrolle nicht gerecht werden. Die besseren Chancen vielleicht sogar auf Seiten der Frankfurter. Mehr Chancen bei Hannover. Aber im Endeffekt endet so eine Partie dann einfach 0:0. Den Zuschauern wurde wenig geboten für ihr Geld. Und es sieht so aus, als 96 im Endspurt der Saison, beziehungsweise nicht im Endspurt, aber im Endspurt der Hinserie, momentan einknicken würde. Das ist überraschend, das hat man so nicht erwartet. Vielleicht die Doppelbelastung aus Liga und Champions League doch zu hoch. Das ist die große Frage, aber wir werden sehen, wie es in den nächsten Wochen manifestieren wird. Zunächst einmal schafft Frankfurt den Achtungserfolg und schafft es tatsächlich, in Hannover einen Punkt zu entführen und 0:0 zu spielen. Irgendwie ein passender Abschluss zu diesem Abschluss, der ja vorläufigen Abschluss der Serie, denn momentan läuft es nicht bei Hannover in Realität, momentan läuft es nicht bei Hannover im Karrieremodus und dementsprechend werden wir ja einfach den Schaf machen und dann quitten und vor allem dann, wenn die Mannschaft hinter uns steht und das ist momentan so ein bisschen so, denn irgendwie funktioniert das, was ich versuche, nicht und da muss man natürlich reagieren und das tun wir einfach mal, indem wir sagen, hey, wir machen eine kleine Pause und versuchen uns bei einem anderen Verein, und zwar bei Borussia Dortmund bzw. Newcastle United, die auf Abstieg gefährdet sind, aber nicht in der Karriere. Wenn euch diese Episode hier gefallen hat, das auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich bin gespannt, wie es in den nächsten Wochen mit Dortmund weitergeht. Natürlich auch mit Newcastle, ob wir da den Titel genauso unrealistisch holen können, wie wir hier momentan verteidigen. Ich bin gespannt. Wenn es euch gefallen hat, schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr weiterhin Karrieremodus sehen wollt in diesem Kommentierstil oder ob es euch reicht, wenn ich die simulierte Karriere bzw. From Zero to Hero mache. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Das war's von dieser Episode. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Wunderschönen Tag noch. Haut rein. Und ciao.